Hey, schön, dass ihr mal wieder bei meinen Jeweler Richard Videos einschaltet. Vor kurzem ist der neunte Band auf Englisch erschienen und ich habe den Drang, euch davon zu erzählen, was da passiert ist. Ich müsste dafür ausholen, was in den vorherigen Büchern passiert ist, denn zu dem zweiten Teil der Geschichte habe ich nicht einmal Videos gemacht. Ich kann ja wenigstens das erzählen, was für das Video relevant ist. Seigi ist nach Band 6 nach Sri Lanka ausgewandert und lebt dort seit etwa einem halben Jahr. Die meiste Zeit lebt er da alleine und lehrt dafür, Juwelier zu werden und auch immer noch für die Beamtenprüfung in Japan. Weil Richard aber wieder von Bekannten belästigt wird, hilft Seigi ihm wieder und wird unweigerlich mit in das ganze Drama gezogen. In Band 7 waren sie zusammen auf ein Kreuzfahrtschiff und in Band 8 waren sie zusammen in Frankreich. Einen neuen Charakter muss ich etwas spoilern, damit dieser Band 9 Teil Sinn ergibt, und zwar Vince. Vincent Lai ist in Band 7 quasi als Antagonist für Richard und Seigi aufgetaucht. Später hat sich herausgestellt, dass er damals Richards Angestellter in Hongkong war. Die beiden haben eine komplizierte Verbindung, auf die ich jetzt nicht genauer eingehe. Aber aus Umständen mussten sie sich in Hongkong trennen. Ich würde eh einfach empfehlen, die Bücher selbst oder wenigstens meine Texte dazu zu lesen, wenn es euch mehr interessiert. Aber mal zu Band 9 und worum es hier gehen wird. Seigi ist in dem Buch viel unterwegs gewesen, weil in Sri Lanka ein Krieg ausgebrochen ist. Dabei hat er auch Vince in Hongkong getroffen. Vince hat ihm da eine Aufgabe gegeben. Frag Richard, warum er dich angestellt hat. Und darum geht es jetzt. Im letzten Kapitel sind sie beide in Sri Lanka und haben etwas Zeit zu reden. Ab hier ist das ein Ausschnitt aus meiner Review. Sie beide nehmen einen Schluck aus der Shisha. Richard spricht dann weiter, dass Vince ihn damals nicht aufgegeben hat, trotz allem. Und Richard hat ihm nur Sachen mitgegeben, die man nicht so weiterführen sollte. Aber Vince hat Richard eine Aufgabe gegeben. Das dritte von den Dingen, die Vince damals zu ihm gesagt hat. Wenn dir eine zweite Chance gegeben wird, dann versau sie nicht. Wobei Seigi das wieder auslässt, damit Richard es nochmal betont. Wir sprechen über Beziehungen. Seigi denkt darüber nach, was eine zweite Chance überhaupt bedeutet. Und Richard dann nur: Ich wollte einen Freund. Ein Freund? Wag es nicht, mich dazu zu bringen, mich zu wiederholen. Ich bin schrecklich darin, emotionale Distanz richtig einzuschätzen. Ich wusste nicht, wie wahre Freundschaft aussah, aber es schien, als hätten alle anderen solche Freunde. Deshalb wollte ich irgendwann auch einen. Jemanden, mit dem ich meine Unsicherheiten teilen, Belanglosigkeiten austauschen und über all meine Sorgen lachen konnte. Ein fast schon mythisches Wesen, das nur dazu da war, meinen eigenen Bedürfnissen zu dienen. Irgendwo tief in mir war mir bewusst, dass so etwas unmöglich war. Aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass es vielleicht doch Wirklichkeit werden könnte. Also versuchte ich, einen Freund zu finden, während ich durch eine rosarote Brille sah. Und als ich dachte, ich hätte endlich einen gefunden, war ich zutiefst erfreut und zutiefst erschrocken. Ich hatte Angst, dass sie mich am Ende ganz alleine lassen würde. Zum ersten Mal machte Richard keinen Versuch, seine schwierigen Gefühle vor mir zu verbergen. Richard redet natürlich über Deborah. Übrigens ist es echt traurig, dass er schon einen normalen Freund als etwas so Unrealistisches gesehen hat. Aber Deborah scheint ja perfekt für ihn gewesen zu sein. Deborah war übrigens Richards Verlobte damals, bis sie zwanghaft durch Jeffrey getrennt wurden. Eigentlich hat sie einen Mann und zwei Kinder, aber aus bis jetzt unbekannten Gründen haben sie sich wohl geschieden. Ich denke, dass dieses Konzept eines Freundes, wie Richard es ausdrückte, jemand war, dem man seine Seele anvertrauen konnte. Es schien eher die Beziehung zwischen Herrn Nakata und Hiromi zu ähneln, als meinen Freundschaften mit Haruyoshi oder Tanimoto. Ich war mir nicht sicher, wie ich eine solche Beziehung einordnen sollte. Freunde? Ein Paar? Der modernere Begriff Partner? So oder so, eine solche Beziehung entstand nicht über Nacht. Seigi kommt sogar mit Partner an. Beeindruckend. Und Richards Definition für Freunde ist auch interessant. Ich meine, es wird eh noch weiter darauf eingegangen, also tue ich das mal nicht. Vince wollte Richard helfen, aber hat versagt. Am Ende ist er dann mit einem bissigen Grinsen verschwunden. Er sagte, wenn du jemals jemanden triffst, der für dich tun kann, was mir nicht gelungen ist, dann lass diese Person niemals los. Ich habe es versucht und bin letztendlich gescheitert. Aber für diese Person wird es so einfach sein, wie zu atmen. Wie bitte? Er meinte, dass falls ich jemanden finden sollte, der mir von sich aus hilft, diese Person schätzen sollte. Du hast einmal erwähnt, dass du den betrunkenen Männern im Yoyogi-Park ein Geschenk machen möchtest. Aber diesen Gedanken hatte ich schon lange, bevor du ihn ausgesprochen hast. Das bedeutete, Vince war einer der Gründe, warum Richard mich angestellt hat. Jemand, der von sich aus hilft? Ich? Ich? Rückblickend hat Richard mich tatsächlich seinen Freund genannt, als wir in der Provinz waren.
Nun, ich wusste nicht, ob er das damals im gleichen Sinne meinte, wie er jetzt das Wort Freund definiert. Trotzdem änderte das nichts daran, dass er mich seinen Freund genannt hat. Mich? Ist das nicht seltsam? Du bist mir damals als Fremder in einem zufälligen Aufeinandertreffen begegnet. Wurdest dann ein kluger Kunde im Studienalter, dann ein Kollege, dann jemand, der meine Vorzüge gepriesen hat und schließlich mein jüngerer Partner in Shorts Geschäft. In keiner dieser Phasen hätte ich es leicht gefunden, dich als Freund zu bezeichnen. Aber jetzt bist du die erste Person, die mir bei all diesen Begriffen in den Sinn kommt. Ich bin es? Ja, das bist du. Meinst du das wirklich so? Das tue ich. Hier nochmal mehr dazu, wie Richard ihn schon in Band 8 sein Freund genannt hat. Und ich finde es ja alles süß, aber ich habe mich da schon nach dem ersten Mal lesen drüber aufgeregt. Richard hat Seiji in Band 3 trotzdem verlassen und verletzt. Das ist noch dämlicher nach Vins Begründung. Ich werde Richard das nie verzeihen. Seiji fühlt sich schon wieder so glücklich, dass er am liebsten herumspringen möchte, aber er lässt es lieber. Richard erzählt dann über Deborah und wie sie seine erste richtige Freundin war. Er hat ihr einen Antrag gemacht, weil er für immer mit ihr zusammen sein wollte. Nicht, weil er sie zu seiner Frau machen wollte. Es hätte nichts daran geändert, wie wichtig sie für ihn war. Es ist einfach die beste Art, um sie wertzuschätzen. Aber das Ganze ist nach hinten losgegangen und Richard hat seine Entscheidung so sehr bereut, dass er gar nicht mehr daran gedacht hat, mit ihr zusammen zu sein, ohne verheiratet zu sein. In seiner ganzen Wut hat er auch Deborah verletzt. Auch wenn er noch sagt, dass ihn das auch zufriedengestellt hat, dass sie ihn so nie vergessen konnte. Und Junge, Seiji. Richard seufzte. Fast so, als würde er sich über sich selbst lustig machen. Ich wünschte, er hätte das nicht getan. Ich wollte nicht, dass er so hart mit sich ins Gericht ging. Ich versuchte, meine Miene neutral zu halten, während ich mich ein Stück näher zu ihm schob. Hey, weißt du, ich denke, du musst dir darüber keine Sorgen mehr machen. Worüber genau, wenn ich fragen darf? Über alles, was mit Deborah passiert ist. Siehst du, ich habe einen alten Freund getroffen, als ich zurück in Japan war. Frau Shoko Tanimoto, nehme ich an. Genau die. Dieses Mal hat sie mich ohne Umschweife abgewiesen. Wenn du an meiner Stelle wärst und es um Tanimoto ginge, würdest du mir bestimmt sagen, ich solle keine voreiligen Schlüsse ziehen, weil du sie immer noch liebst, oder nicht? Richard wurde still, als er die Frage ausspricht. Seiji sagt ihm quasi, dass er nicht so schnell aufgeben soll und sie immer noch nicht genug über die Situation mit ihrer Scheidung wissen. Seiji tut hier gerade sein Bestes, erwachsen zu wirken und Richard noch Hoffnung zu machen, dass er wieder mit ihr zusammenkommen kann. Auch wenn er selbst schon merkt, dass seine Wangen zucken, aber er denkt nicht weiter drüber nach. Bevor ich noch einmal okay sagen und ihn anlächeln konnte, beugte sich Richard plötzlich vor, bis sein Gesicht direkt vor meinem war. Oh nein, es war, als hätte er einen Zauber auf mich gewirkt, der all meine Selbstkontrolle zerschmetterte. Seiji Nakata. Ja? Erklär dich bitte, was meinst du mit, du liebst sie immer noch? Hä? Ich meine, tat er das nicht? Natürlich tat er das. Ich dachte, du wolltest sie immer noch heiraten, oder? Ich entschuldigte mich, falls ich etwas falsch verstanden hatte. Ich hätte das Thema wahrscheinlich nicht ansprechen sollen, da es mich nichts anging. Aber ich glaube nicht, dass ich falsch lag. Als Richard darüber sprach, lag in seinen Worten ein schöner Schmerz. Als hätte sich das Juwel seiner Seele gespalten und sein Lebensblut wäre hervorgeströmt. Wenn jemand einem so wichtig war und es eine zweite Chance gab, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, dann war es das vielleicht wert. Vielleicht würde dieses Mal alles besser werden. Vater von zwei kleinen Kindern zu werden, wäre sicherlich eine Herausforderung, aber ich könnte immer noch als eine Art Haushälter mithelfen, auch wenn das vielleicht nicht ganz realistisch war. Falls Richard Deborah heiratete, wusste ich, dass er womöglich nie nach Etranger zurückkehren würde. Sean hatte das sicher auch gewusst, als wir miteinander gesprochen hatten. Nach allem, was wir miteinander geteilt hatten, war mir klar, dass Richard mich niemals vergessen würde. Aber wenn er mit seiner Geliebten ein Kind bekommen würde, war ich mir sicher, dass sich einiges ändern würde. Ich stellte mir vor, wie ich auf einem roten Sofa saß, ordentlich herausgeputzt und in einem schicken Anzug. Als die Türglocke klingelte, stand Richard auf der anderen Seite mit einer schönen türkischen Frau hinter sich. Zwei Kinder, die ihm kaum ähnlich sahen, liefen in den Laden. Eines der Kinder würde fragen, ob das hier der Ort sei, an dem er früher gearbeitet hatte. Und Richard würde antworten, dass es lange her sei. Ich würde den Kindern Pudding bringen. Richard würde es nicht stören, dass für ihn keiner übrig war. Im Gegenteil, er wäre froh, seine Kinder dabei zu sehen, wie sie sein Lieblingsdessert genossen.
Ich würde nicht erwähnen, dass ich es eigentlich für ihn gedacht hatte. Vielleicht würden mich die Kinder sogar anlächeln und sagen, danke, Seigi. Und was dann? Wie könnte ich darauf reagieren? Was könnte ich überhaupt sagen? Was, oh was könnte ich Richard jemals sagen? Ich müsste lächeln, das wusste ich. Aber darüber hinaus, was könnte ich ihm jemals sagen? Etwas fiel auf mein Knie. Es sah aus wie ein Raindrop Cake, dachte ich. Raindrop Cakes waren eine Spezialität aus Hsinchu. Ein Dessert, das wie ein Quarzkristall in Form eines großen Wassertropfens aussah. War es eine Träne? Meine Träne? Hä? Was? Das tut mir leid. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Seigi. Entschuldigung, gib mir einen Moment. Ich wische mir kurz das Gesicht ab und dann bin ich gleich wieder da. Hier, nimm mein Taschentuch. Oder ich habe auch Papiertücher. Danke und entschuldige die Umstände. Könnte ich ein Papiertuch haben? Aber Richard reichte mir kein Papiertuch. Stattdessen griff er über die Shisha hinweg, nahm meine Hand und zog mich in seine Arme. Er hielt meinen Kopf behutsam in seiner Umarmung. Ach komm schon, ich war doch kein Kind. Entschuldigung, ich mach dein Hemd nass. Mach dir darüber keine Sorgen. Liegt es an mir oder hast du dein Parfüm gewechselt? Vor einer Weile. Ich hätte bevorzugt, wenn es dir früher aufgefallen wäre. Tut mir leid. Mal eben ein kurzer Zwischenstopp. Ich werde weiter übersetzen, aber das hier ist gerade eine gute Pause. Seigi hat hier wirklich sein Bestes getan, um sich vorzustellen, wie eine Zukunft mit Richard und Deborah aussehen könnte und was er dabei für eine Rolle spielt. Aber dabei hat er vergessen, auf sein Herz zu hören. Junge. Und Boy, wie Richard ihn einfach umarmt und Seigi dabei sein Parfüm auffällt. Er hat es einfach nicht in der ersten Umarmung gemerkt. Naja, ich mach mal weiter. Das war erst der Anfang. Während ich mich unruhig bewegte, schien Richard plötzlich etwas einzufallen. Ich habe gehört, du hattest eine ziemlich interessante Zeit in Tokio. Was denn jetzt? Herr Nakata hat mich angerufen und etwas erwähnt. Wie, ah ja, du bist jetzt ein Liebster? Sofort lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich wollte in der Zeit zurückgehen und Herr Nakata anflehen, den Mund zu halten. Aber jetzt, da ich hier in Sri Lanka war, war es zu spät. Natürlich wusste ich, dass es meine Schuld war, weil ich ihm alles erzählt hatte. Aber trotzdem war das viel zu persönlich, um es weiterzugeben. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, in welchem Tonfall Herr Nakata Richard erzählt haben könnte, dass sein Sohn deprimiert war, weil die Leute ihn Richards Liebsten nannten. Nein, ich war überhaupt nicht sein Liebster. Richard und ich hatten nicht diese Art von Beziehung. Erstens war ich nicht einmal in ihn verliebt. Nun ja, das dachte ich zumindest. Aber warum weine ich dann? Warum brachte mich der Gedanke, dass er heiraten und mich verlassen könnte, zum Weinen? Ja, das ist die Frage. Wird Seigi endlich mal etwas merken? Ich finde es auch so geil, dass Seigis Vater mit so etwas über Richard quatscht. Seigi hat im ersten Kapitel extra erwähnt, dass er ihm Sachen erzählen kann, die er sich nicht traut, Richard zu sagen. Und dann landet es hintenrum doch bei ihm. Ich frage mich auch, wie Richard in dem Moment reagiert hat, als er das gehört hat. Richard will ihm dann von den verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Captain Man, was ich ja als Liebster übersetzt habe, in Japanisch und Chinesisch erzählen. Aber vorher ärgert Richard ihn noch ein bisschen damit, ob er sich Mühe gegeben hat, Kantonesisch zu lernen und dass er ihn wohl mal wieder unterrichten muss. Junge Seigi. Seine Mundwinkel hoben sich leicht, zweifellos, weil er etwas besonders Hinterhältiges im Sinn hatte. Dennoch hob alleine der Gedanke, dass er mich necken wollte, meine Stimmung ein wenig. Ich war verloren. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal so glücklich darüber sein könnte, durch fiese Neckereien Aufmerksamkeit zu bekommen. Nein, ich hatte es falsch verstanden. Ich hatte Angst, dass all die Zuneigung, die ich mittlerweile als selbstverständlich ansah, eines Tages verschwinden könnte. Richard und ich kannten uns erst etwas länger als 4 Jahre, aber das war nichts im Vergleich zu der Zeit, die Hiromi und Herr Nakata miteinander verbracht hatten. Doch bevor ich es überhaupt richtig bemerkt hatte, war ich durch die Großzügigkeit und Güte dieses Mannes vollkommen verändert worden. Jetzt betete ich offen für sein Glück. Seigi realisiert Dinge so langsam. Richard erzählt dann, dass das Wort Aijin im Japanischen negativ behaftet ist. Er beschreibt es quasi als Seitensprung in einer Ehe. Im Chinesischen bedeutet es aber das Gegenteil, weil es dafür Ehepartner oder romantische Partner steht. Eirens wird es da ausgesprochen. Ich muss meine Zeit nicht mit Menschen verschwenden, die andere aus Vorurteilen oder Neid schlecht behandeln. Und ich denke kaum, dass ich erklären muss, warum.
Aber wenn wir den Begriff in seiner chinesischen Bedeutung betrachten, ist es vielleicht doch nicht so schlecht gewählt. Was? Du meinst, ich soll mich bei der nächsten Trinkrunde vorstellen mit "Ich bin dein Liebster"? Falls du das tust, lass es mich wissen. Ich komme mit einem Strauß Rosen, um dich abzuholen. Wenn ich dich kenne, macht es mir eher Angst, dass du es wirklich tun würdest. Wie, ich darf nicht? Was für eine Schande. Junge, Richard mit Rosen. Auf einmal so romantisch. Und Seiki, der schon Angst hat, dass Richard das wirklich tun würde. Obendrauf auch noch, dass Richard die offensichtliche romantische Definition bevorzugt. Das geht alles so schnell. Seiki hat sich danach etwas beruhigt und weint nicht mehr. Er erwähnt nochmal, dass Richard es bevorzugt, Taten sprechen zu lassen und nicht nur zu reden. Wenn er etwas sagt, dann wird er es auch durchziehen. Halt die Rosen schenken, wenn du dich als sein Partner vorstellst. Meine Fresse, Hilfe, mein Herz. Ebenso wusste ich, dass er nicht gelogen hatte, als er sagte, wir müssten in Kontakt bleiben, solange wir den weißen Saphir und den Paparazzi des anderen besaßen. Und solange ich ihn anrufen konnte, bedeutete das, dass ich immer die freundlichste Stimme der Welt hören konnte, egal wo einer von uns gerade war. Wenn ich wollte, dass er mir etwas beibringt, könnten wir eine App für Videochats benutzen. Wenn ich ihm sagte, dass ich für ihn Pudding machen würde, könnte es sein, dass er mich besuchen kommt. Das wäre genug, oder? Mehr zu wollen wäre unvernünftig gierig. Seiki, bitte sei gierig, mein Gott. Und naja, so langsam verurteile ich Seiki wegen dem, was er dann sagt, nicht mehr. Denn er vergleicht das gerade damit, dass Kinder nach einer Scheidung der Eltern nicht wollen, dass die Eltern wieder jemand anderen heiraten. Er fragt sich dann kurz, ob er Richard als seinen Elternteil sieht und er ihn für immer blind hinterherrennen wird. Aber ich konnte diese Gefühle nicht einfach abtun. Nachdem ich so weit mit ihm gekommen war, musste ich mir die Wahrheit eingestehen. Wenn Richard und ich getrennte Wege gehen würden, würde das mein Leben zerstören. Kurz vor seiner Hochzeit könnte ich mich in Tränen an ihn klammern und flehen, bitte heirate sie nicht. Der Gedanke daran war furchtbar beschämend, aber ich glaube, es war einfach die Wahrheit. Ich wimmerte und wischte mir die Tränen an den teuren Stoff von Richards Hemd ab. Dann sah ich auf und Richard drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Ich spürte das süße Stechen einer alten Erinnerung. Es war die zweite Stelle, an der er mich geküsst hatte, nach meiner Wange. Ich hatte immer angenommen, er hatte mich nur geküsst, weil ich damals Fieber hatte. Aber offenbar verteilte dieser strahlende Prinz des Reichs der Güte seine Küsse auch an diejenigen, die traurig waren. Nach all der Zeit, in der Seiki den vierten Band wegignoriert hat, hat er jetzt schon zum dritten Mal die Zeit in London erwähnt. So langsam gesteht er sich wohl ein, was damals wirklich passiert ist. Und Seiki, der ohne Richard gar nicht mehr leben könnte. Und wie ihn der Gedanke wieder zum Weinen bringt. Und wie Richard ihn auf die Stirn küsst. Mein Herz ist am Schmelzen. Und Junge, er küsst nicht diejenigen, die krank oder traurig sind. Er küsst nur dich. Versuch das nicht zu verallgemeinern. Seiki entschuldigt sich dann, dass er so zusammengebrochen ist und Richard sagt, wenn er es nicht getan hätte, wäre es ihm passiert. Aber er geht nicht weiter darauf ein. Seiki setzt sich wieder einigermaßen vernünftig auf seinen Stuhl und fragt, wo sie aufgehört haben zu reden. Es geht immer noch um Richards Frage, warum Seiki denkt, dass er immer noch Deborah liebt, auch wenn Richard jetzt wohl schon seine Antwort bekommen hat. Richard sagt, dass Seiki halb richtig und halb falsch liegt. Sie ist ihm immer noch wichtig. Aber ob er sie immer noch heiraten möchte, ist eine schwierige Frage. Da eine richtige Antwort zu finden, wäre unter den jetzigen Umständen unmöglich. So wie ich jetzt mein eigenes Leben habe, hat sie auch ihres. Mein materieller Besitz ist gering genug, dass ich ihn mitnehmen könnte, um gemeinsam mit ihr ein neues Leben aufzubauen. Aber es gibt viele andere Dinge, die mir sehr am Herzen liegen und die ich bewahren möchte. Und nicht alles davon würde in ein Leben mit Deborah passen. Aber du liebst sie, oder? Oh, Entschuldigung, könnte ich noch ein Taschentuch haben? Im gleichen Sinne, wie ich viele Menschen liebe. Seiki fängt schon wieder an zu weinen, wenn er nur darüber nachdenkt. Boy. Und Richard, du kannst auch einfach sagen, dass du Seiki liebst. Richard sagt noch, dass es gut ist, zu viele Menschen zu lieben. Und er führt quasi nur ein Selbstgespräch. Seiki fragt dann, was er jetzt mit ihr vorhat. Und Richard möchte ihr erstmal so viel Abstand geben, wie sie es möchte. Und boy, der nächste Teil. Fühlst du dich erleichtert, das zu hören? Ich wollte sagen, überhaupt nicht. Erleichtert? Auf keinen Fall. Menschen, die nicht das Glück anderer wünschen können, waren schrecklich. Doch tief in mir drin war ich sehr erleichtert.
und Richard war nah genug, um zu spüren, wie aufgewühlt ich war, sodass ich meine Gefühle nicht vor ihm verbergen konnte. Hätte ich nur ein Ass im Ärmel, um ihn abzulenken. Hey, darf ich dich etwas fragen? Ja? Okay, vergiss es, schon gut. Na, jetzt bin ich aber neugierig. Klingt nicht so. Das mag sein, aber ich habe meine Gründe. Richard fügt hinzu, dass er sich zumindest teilweise vorstellen könne, was ich sagen wollte. Er klang so ruhig, dass es mich fast schon wütend machte. Wusste er es wirklich? Wo ich es doch selbst erst vor wenigen Augenblicken in Betracht gezogen hatte, dass er Deborah vielleicht gar nicht heiraten würde? Meinte er das ernst? Konnte er sich wirklich vorstellen, jemanden einen köstlichen Kuchen anzubieten und gleichzeitig den Drang zu verspüren, ihn dieser Person ins Gesicht zu werfen? Wirklich? Wusste er wirklich, wie ich mich fühlte? Du klingst wie ein Japanischlernender, der mit der Grammatik kämpft. Das weiß ich. Es ist nur, wenn ich dich fragen würde, ob du mit mir ausgehen willst, was würdest du sagen? Ich meine das im romantischen Sinne. Junge, es ist soweit. Achtung! Er hat es wirklich gefragt. Auch wenn er sich vor ein paar Minuten erst noch unsicher war, was seine Gefühle für Richard überhaupt sind. Aber der Typ hat Eier, dass er es einfach direkt fragt. Richard könnte es niemals. Der Kuchen traf ins Schwarze, aber nicht in Richards Gesicht, in meins. Richard sah mich mit seinen wunderschönen Zügen und einer sanften Ausstrahlung an. Schau mich nicht so an, wenn du so schön bist, dachte ich. Im Vergleich zu ihm musste ich gerade furchtbar aussehen. Dieser strahlend schöne Mann schenkte mir ein elegantes Lächeln. Wie faszinierend. Ich habe dich noch nie so nervös erlebt. Deine Stimme hat nicht einmal gezittert, als du deine Übungsinterviews für die Beamtenprüfung gemacht hast. Ach komm schon, das ist wichtig. Ich stell dir eine ernsthafte Frage. Weißt du, ich finde diese Angelegenheit des Gefühlegestehens eine seltsame Sitte. In Großbritannien gibt es keinen formellen Schritt vom Geständnis zur Beziehung. Wenn sich eine Art Chemie zwischen den beiden Personen entwickelt, geht man automatisch in die Beziehung über. Es ist ein einfacher kultureller Unterschied, aber ich habe niedliche Geschichten gehört, in denen japanische Studierende, die in England im Ausland studieren, gar nicht merkten, dass sie schon eine Beziehung begonnen haben. Die Armen, fügt er hinzu, wie ein Schauspieler, der einen Monolog aufsagt. Ich wollte nicht, dass er blinzelt. Dieser Mann hatte keine Ahnung, welche Macht er über mich ausübte, wenn das strahlende Blau seiner Augen kurz verschwand, nur um dann wieder aufzutauchen. Seine Existenz war in sich selbst eine großartige, tödliche Waffe. Richard lehnte sich auf den Rattanstuhl zurück, legte seinen Kopf schief und warf mir einen Blick zu. Willst du damit sagen, dass wir noch gar nicht zusammen sind? Aus meiner Kehle kam ein quietschendes Geräusch. Hör auf, bitte hör einfach auf. Es war nicht das erste Mal, dass ich fast von der überwältigenden Kraft seiner Schönheit gestorben wäre. Aber das hinderte die Alarmglocken in meinem Kopf nicht daran, zu läuten und zu rufen, diesmal, Seiji Nakata, wirst du wirklich sterben. Er war so gut aussehend. Seine Schönheit hatte immer etwas Frisches, als würde ich ihn zum ersten Mal sehen. Diese blauen Augen, das blonde Haar und die alabastfarbene Haut formten ein gefährlich schönes Bild. Es war seltsam, man sollte nicht in der Lage sein, die Schönheit eines Edelsteins oder einer wunderschönen Person mit geschlossenen Augen zu bewundern. Die Augen nehmen Schönheit auf, so wie Vitamine eingenommen werden. Aber dennoch schrie mein Verstand, dass ich seine Schönheit selbst bei festgeschlossenen Augen noch fühlen konnte. Ein Teil von mir verstand diese Logik intuitiv. Vielleicht lag die Quelle der Schönheit dieses unvergleichlich makellosen Mannes nicht nur in seinem Gesicht. Ich liebe Yasegis Reaktion. Ich liebe es immer wieder, wie er Richards Schönheit beschreibt. Aber das hier ist nochmal ein anderes Level. Wenn Seiji selbst schon sagt, dass er fast am Sterben ist. Richard, bitte hab die Eier, das einfach durchzuziehen. Nimm diesen Precious Young einfach. Richard beobachtete meine Reaktion mit einem etwas mürrischen Ausdruck, bevor er langsam den Mund öffnete. Er sah aus wie eine Rose, die in der Abendluft in Zeitlupe erblühte. Was wollte er sagen? Was? Was? Wie soll ich darauf reagieren? Ich hab nur gescherzt. Wie bitte? Das war britischer Humor. Oh, du hast mir fast den Atem geraubt. Und das ist der Moment, wo Leute Richard gerne eine reinhauen würden. Er hat die Eier nicht. Ich habe auch öfter gelesen, dass Richard derjenige ist, der sich immer wie kurz vor einem Kuss zurückzieht. Es ist fast schon traurig, dass Seiji immer den ersten Schritt machen muss.
Ich schnappte keuchend nach Luft. Meine Brust hob und senkte sich, während ich in die Ferne starrte. Das war wirklich schlecht für mein Herz. Natürlich war ich selbst schuld. Schließlich hatte ich die Frage überhaupt gestellt. Aber ich hatte wirklich nicht erwartet, dass er so darauf reagieren würde. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit diesem Mann umgehen sollte. Hm, schnaubte Richard. Du hast noch viel zu lernen, bevor du Witze darüber machen kannst, in einer romantischen Beziehung mit mir zu sein. Ich habe aber keinen Witz gemacht. Ich meinte das ernst. Zweifellos hast du das. Weil du dachtest, wenn ich dein romantischer Partner wäre, müsstest du dir keine Sorgen mehr machen, dass ich die Frau heirate, die ich einmal geliebt habe? Bedeutet das nicht, dass du dich von mir trennen würdest, sobald diese aktuellen Probleme gelöst sind? Zäh. Mann, ich würde Richard hier auch gerne eine reinhauen. Ich war völlig sprachlos. Ich zog meine Schuhe aus, zog die Beine an mich und vergrub mein Gesicht in den Knien. Richard beugte sich vor und wuschelte mir wie einem Hund durchs Haar. Das tat gut. Es fühlte sich an, als wollte er mir sagen, dass wir in unserem jetzigen Beziehungsstatus trotzdem zusammenbleiben könnten. Das war wirklich eine Erleichterung. Das kommt wohl davon, wenn ich dich bitte, auf dich selbst aufzupassen. Und bravo, ich sehe, du hast gute Fortschritte gemacht, wenn ich deine Wahl als romantischer Partner bin. So eingebildet es auch klingen mag, ich kann mir niemanden in deinem Freundeskreis vorstellen, der dich so ernst nimmt oder sich mehr um dein Glück sorgt. Ich bin, wie man sagen könnte, deine beste Wahl. Ich bin derzeit gerade nicht arm, habe einen makellosen, akademischen Werdegang und wir teilen ähnliche Vorlieben beim Essen. Mich zu wählen ist durchaus vernünftig. Leider glaube ich jedoch nicht, dass du gerissen genug bist, um einen romantischen Partner nach so weltlichen Gesichtspunkten auszuwählen. Und du auch nicht. Nun, das versteht sich von selbst. Damit beendete er das Gespräch vollständig. Er hatte allerdings recht. Wenn ich meine Optionen in Bezug auf meine finanzielle Zukunft abgewogen hätte, wäre ich früher oder später auf die Idee gekommen, Richard zu daten. Richard behandelte mich gut, das war sicher. Wir kannten die Schwächen und Unsicherheiten des anderen und wir eilten immer sofort zu Hilfe, wenn der andere in Schwierigkeiten steckte. Und selbst in den stressigsten Situationen hatten wir uns nur ein- oder zweimal gestritten. Außerdem hatte Richard nie wirklich gesagt, dass er nicht schwul sei. Oder zumindest hatte er sich in seinem Schlafzimmer in London höflich korrigiert und mir mitgeteilt, dass er bisher noch nie einen romantischen Partner des gleichen Geschlechts hatte. Seitdem hatte ich mich gefragt, warum er das so formuliert hatte. Wenn ich es absichtlich falsch interpretiere, könnte es bedeuten, wenn du dich in mich verlieben würdest, hätte ich nichts dagegen, mit dir zusammen zu sein. In diesem Sinne bin ich einfach im Moment nicht schwul. Als ob jemand so nett sein könnte. Wenn das wahr wäre, würde ich mich sofort in ihn verlieben. Das könnte doch nur zu meinen Gunsten ausgehen, oder? Lass uns romantisch verlieben und zusammen sein. Dann teile all deine überwältigende Zuneigung und deinen Besitz mit mir. Hier schon wieder eine Band 4 Erwähnung. Yay! Und es ist der Satz über Richards Sexualität, über den ich auch schon viel zu lange nachdenke. Und ich meine Interpretation war immer genau diese. Es macht mich schwach, dass Seki sagt, dass er sich sofort in ihn verlieben würde. So weit ist es schon. Aber er hat es ja extra falsch interpretiert, weil so kann Richard es ja nicht gemeint haben. Es ist einfach Richards Schuld, dass er daraus einen Witz gemacht hat. Dieser Sack. Aber ich hatte diese Frage nicht als Scherz gemeint. Ich wollte nicht die Art von Person sein, die über so etwas scherzte. In letzter Zeit hatte ich angefangen zu überlegen, ob ein Typ, der so tut, als würde er jemanden küssen, nur um im letzten Moment zurückzuweichen, vielleicht gar nicht so schlecht war. Wenn du mich fragst, wäre das Schlimmste, was man tun könnte, vorzugeben, jemanden zu küssen, dabei jeden Tropfen seines süßen Nektars aufzusaugen und dann wegzulaufen, wie ein gieriger Kolibri, jemand, der seinen Partner wie eine Pipeline für Liebe und Vertrauen benutzt und dabei dessen körperliche Nähe ausnutzt, wäre ein Dieb im Gewand eines Gentlemans. Ich hatte die vage Vorstellung, dass es schön wäre, wenn Küsse eine Form der künstlichen Beatmung wären. Wörtlich genommen wäre das natürlich schrecklich, da der Partner dann sterben würde, aber als abstrakte Vorstellung ergab es Sinn. Wenn man jemanden küsste, gab man ihm alles, was in einem war. Man hauchte ihm Leben ein. In diesem Sinne war eine Beziehung wie zwei Menschen, die sich gegenseitig künstlich beatmen. Zumindest laut dieser merkwürdigen Logik, die mein Gehirn ständig verfolgte. Deshalb hielt ich mich davon zurück, eine solche Beziehung mit Richard anzustreben. Es fühlte sich unehrlich an, weil ich zu viel davon bekommen würde. Wenn es hart auf hart käme, hätte ich Angst, dass dieser freundliche Mann sich zu sehr dazu hinreißen lassen würde, Dinge für mich zu tun. Ehrlich gesagt war das meine größte Angst. Er sagte mir ständig, dass ich besser auf mich selbst aufpassen sollte,
Aber das war, als würde der Teekessel den Topf schwarz nennen. Doch vielleicht war das längst zu spät, so etwas noch zu sagen. Seiki ist so süß. Er sagt, dass er Richard nie ausnutzen könnte. Und seine übelst romantische Sicht aufs Küssen. Boy. Und obendrauf kommt noch, dass er seinen eigenen Wert wieder nicht sieht und Angst hat, dass er Richard nicht genug geben kann. Eine interessante Sache, die eine Bekannte gesagt hat, ist, dass Seiki Richard schon eher gedatet hätte, wenn Richard nicht reich wäre, weil dann hätte sich das Ganze nicht so unausgeglichen für ihn angefühlt. Naja, früher oder später wird Seiki es hoffentlich sehen, dass er Richard auch so schon glücklich machen kann. Hey Richard. Ja? Weißt du, die Sorge, dich zu verlieren, war nicht der einzige Grund, warum ich diese Frage gestellt habe. Ach ja, ich nickte. Der gefasste Ausdruck auf seinem Gesicht störte mich nicht mehr. Ich wollte einfach nur meine Gedanken loswerden. Um mein Japanisch zu üben, habe ich in den Flughäfen viele Zeitschriften durchgeblättert. Sie hatten alle möglichen Artikel, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. So etwas wie, mit wem würdest du den letzten Tag auf der Erde verbringen? Oder dein Lebenspartner? Ich schätze, das sind Synonyme für Dinge wie Ehepartner, Freund oder Freundin. Aber weißt du, ich war weder Richards Liebster noch sein Freund, Ehemann oder Partner. Aber wenn die Welt untergehen würde, gab es niemanden, mit dem ich lieber meinen letzten Tag verbringen würde. Und ich würde mein Bestes tun, um eines Tages den Titel seines Lebenspartners zu verdienen. In diesem Sinne liebte ich ihn. Warum auch nicht? Ich liebte ihn, sorgte mich um ihn und sah zu ihm auf. Wenn es in meiner Macht stand, wollte ich auf ihn aufpassen bis zum Ende meiner Tage. Wenn ich von diesem Schluss ausging und rückwärts arbeitete, dann war vielleicht alles genauso in Ordnung, wie es war, unabhängig davon, welches Label wir unserer Beziehung gaben. Weißt du, ich zerbreche mir den Kopf darüber, wie ich am besten für dich sorgen kann, und ich habe immer noch keine gute Antwort gefunden. Was denkst du, was ich tun sollte? Wenn ich jede Frage, die ich ihm hätte stellen können, von am wenigsten bis am meisten beunruhigend hätte einstufen müssen, dann hätte diese hier ganz oben auf der Liste gestanden. Aber Richard nahm meine Worte gelassen auf, dachte darüber nach und antwortete dann mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Wenn es etwas ist, was du möchtest, schlage ich vor, dass du weiterhin darüber nachdenkst. Ebenso ermutige ich dich, weiterhin so für mich zu sorgen, wie du es jetzt tust. Das ist es doch, was dich glücklich macht, oder? Falls du jemals müde wirst, darüber nachzudenken, dann konzentriere dich auf etwas anderes. Und was ist, wenn ich nie aufhöre, an dich zu denken? Was für eine Frage. Es lag ein leicht bedrückter Ton in seiner letzten Antwort. Richards Augen huschten von links nach rechts, wie die Bewegung eines Bonbons, das auf seiner Zunge tanzte, bevor der wunderschöne Juwelier mich anlächelte. Wenn dieser Tag jemals kommen sollte, finden wir vielleicht eine neue Lösung. Und dann fügte Richard ein letztes Wort hinzu. Zusammen. Und damit endet dieses Thema, weil Jeffrey anruft. Aber mein Gott, ich komme nicht darauf klar, dass es wirklich passiert ist. Junge, Richard, Seiki hat dich gerade wirklich gefragt, ob ihr nicht zusammenkommen könnt. Und du haust es so in die Pfanne. Er ist wirklich ein Idiot. Aber naja, wir sind das Slowburn ja eh schon gewöhnt. Aber wir sind endlich an einem Punkt angekommen, dass Seiki realisiert, dass er romantische Gefühle für Richard hat. Ich hätte ja nicht mal gedacht, dass wir diesen Moment überhaupt sehen werden. Ich liebe es auch, wie Seiki über Richard und Deborah nachdenkt und weint. Und dann kurz danach Richard fragt, ob sie nicht daten sollen. Das ging so schnell. Hier ist einiges, was ich mag. Größtenteils, weil Seiki so süß ist. Über Richards Reaktion kann man sich nur aufregen. Um es in den Worten einer Freundin zu sagen, Richard sollte es besser wissen, weil er schon in Beziehungen war und Seiki nicht. Mein Gott. Egal, das Ende war wieder süß, wie Seiki mit Richard den Rest seines Lebens verbringen möchte und wie sie später noch darüber nachdenken wollen, zusammen. Beim ersten Mal lesen bin ich nur ein paar Mal gestorben, weil dieses Thema überhaupt angesprochen wird. Junge, die sprechen hier einfach so über eine romantische Beziehung. Vor allem kommt es von Seiki? Junge, ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich. Nimm einfach mich, wenn Richard nicht schnell genug ist. Ich finde auch den nächsten Teil zu gut, den muss ich nochmal eben übersetzen. Jeffrey hatte einen anderen Klingelton, fiel mir auf. Richard musste ein System eingerichtet haben, um Anrufe nur von bestimmten Personen anzunehmen. Ich seufzte bewundernd über seine Liebe zur Ordnung. Mit eleganten Fingern entsperrte er das Telefon. Seiki schaut einfach nur Richard dabei zu und ist einfach nur umschwärmt. Was geht an? Und das wäre alles, über das ich in diesem Video sprechen wollte. Ich habe ja jetzt schon Angst vor Band 10, weil das noch weiter gehen wird.
Wir werden uns sehr wahrscheinlich spätestens dann wiedersehen. Aber ja, das hier fand ich so gut, dass ich darüber ein extra Video machen wollte. Bitte lest die Bücher selbst oder meinen ganzen Text dazu. Sonst hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Sie beide nehmen einen Schluck aus der Shisha. Haut mich nicht, die tun das wirklich. Junge, Richard hat ihn einfach abgewiesen. Richard.